Es wird heute nicht japanisch. Hallo und moin, da sind wir wieder, die Susanne und die Jutta von Wohnalarm. Heute gibt es wieder ein IKEA-Hack und zwar diesen schönen, aber langweiligen Lampenschirm von IKEA, Rismon heißt er, werden wir verschönern. Wir werden einen echten Hingucker daraus machen und was man dazu braucht, zeigen wir euch hier. Und zwar Blattsilber, Anlegemilch, Washi-Tape und ein paar Flachpinsel. Die Frage ist ja, wenn wir gleich das Abkleben machen, ob wir auch nur so solche zum Beispiel. Also es wäre gut, wenn wir von Rand zu Rand irgendwas machen, wo das Band hier an der Seite ist. Also entweder längs. Wo wir dann auch über den Rand drüber gehen, damit wir es genau, sehen. Genau, damit wir es hinterher dann auch okay. Ohne dass wir das, gut. Also machen wir es so. Wir haben den Lampenschirm jetzt nochmal von dem Gestell abgemacht, haben ihn hier ausgebreitet, beschwert, weil er sich sonst immer aufrollt und einfach mit Washi-Tape beklebt. Weil wir wollen nicht die ganze Fläche mit Silber machen, das wäre uns zu langweilig. Wir sparen uns noch ein paar Sachen aus und das sind halt diese abgeklebten Flächen. Genau, man kann nichts falsch machen, einfach irgendwas abkleben, die reißen wir nachher oder ziehen wir nachher wieder runter. An den Stellen ist dann kein Silber. Bist du fertig? Nee, einen mache ich noch so. Dann mach. Ja. So, liebe Jutta, wie gefällt dir das? Das hast du so schön gemacht, ich bin begeistert. Ich könnte weinen vor Glück. Alter. Ja. So. Jetzt kommt das Blattsilber. Erstmal die Anlegemilch. Erstmal die Anlegemilch. Und einen Pinsel brauche ich. Bitte sehr, liebe Susanne. Also, die Flächen werden mit der Anlegemilch angepinselt. Kommt das Blattsilber drauf. Während Jutta noch pinselt, werde ich jetzt mal die erste Lage drauflegen. Das erinnert mich irgendwie an Villa Reba und Villa Bajo. Während die einen noch feiern, während die einen noch schrubben, feiern die anderen schon. Versuchen wir hier diese Silber, Blattsilber in den Lampenschirm von innen zu machen mit der Anlegemilch. Und wir sind ja immer so clever. Wir lesen uns ja die Bedienungsanleitung vorher durch. Keine Zeit. Keine Zeit. Man hätte sie umrühren müssen und auftragen und 20 Minuten warten. Hallo, wer hat 20 Minuten Zeit? Genau, wir haben schon angefangen und deswegen sieht es bei ihr so aus. Bei mir sieht es ein bisschen besser aus. Ich finde ja, bei mir sieht das besser aus. Ja, aber dadurch, dass es nicht getrocknet ist. Frau Michel ist so eine Perfektionistin. Bei ihr muss das immer so ordentlich sein. Ja, ich bin von der ordentlichen Sorte. Nee, ist klar. Aber nur was das DIY betrifft. Ja, genau. Ja, und jetzt versuchen wir noch zu retten, was zu retten ist. Mit dem Finger geht das übrigens noch besser als mit dem Pinsel. So, Jutta liegt in den letzten Zügen. Ich habe übrigens ein bisschen mit den Fingern gearbeitet. Die ist jetzt voll wertvoll. Habe ich vorher nicht? Nicht so richtig. Jetzt bist du ja selber. Okay. Ich könnte dich jetzt sozusagen versilbern. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. So, die letzten Lücken werden jetzt noch gefüllt und dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Schirm. Ne? Ja, genau. Fertig. Deine Finger zumindest. Ob das fertig ist, sehen wir jetzt, wenn wir das erste Mal abreißen. Sollen wir es mal riskieren? Ich fange mal an. Oh weia. Ich trau mich gar nicht. Ach, guck doch mal. Toll. Das Werk ist vollbracht. Das Silber klebt, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ja. Also das ist jetzt gewollt, dass das hier so vorsteht überall. Susanne meint zwar, das wäre zu unordentlich, aber da bricht sich dann gleich so das Licht drin. Das werdet ihr sehen. Wir hängen das jetzt mal an eine Lampe. Ich bin gespannt. Und ich auch. Kaum zu glauben, aber unser Plan, den wir ja nicht wirklich hatten, ist aufgegangen. Der Lampenschirm ist richtig schön geworden.
der ist so toll, dass er jetzt über meinem Esstisch hängt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, abonniert doch unseren Kanal und ihr müsst den unbedingt nachmachen. Es lohnt sich. Bis bald. Tschüss.